Beh, sarebbe un onore ed è effettivamente il mio obiettivo per poi godermi questi ultimi momenti di carriera agonistica, essendo che comunque il tempo passa. Das würde ich mich extrem freuen und Olympiade wäre schon cool, wenn ich es nochmal dürfte erleben. Ja, beim ersten Mal war es relativ speziell. Ich bin eigentlich auf Pike gewesen. Und nachher bin irgendwie, hat sich einer verletzt, dann durfte ich anrücken. Und bin ich durch, glaube ich, 22 gewesen. Und ich habe mich schon extrem gefreut. Bin recht bereit, um gleich noch zu gehen. Onestamente no, non ricordo, anche perché i ricordi più belli appartengono proprio alle Olimpiadi e anche ai tornei di qualificazione alle Olimpiadi. Cioè, non sono molto una che ricorda il luogo o il momento, ma mi ricordo di più quello che ho provato in determinate situazioni. Lo spirito olimpico per me è il poter vivere a contatto con così tante culture e anche poter vedere così tutti gli sport rappresentati da diverse nazioni. Ecco, poter vedere proprio tutte queste nazioni insieme in un unico posto e poter condividere questo. An dem Ort, wo es ist, das ganze Ort ist nur auf das ausgerichtet. Und es gibt in dieser Zeit nur den Sport und die Olympiade. Und das ist sonst bei Anlässen, glaube ich, nicht immer so. Und logisch, am Schluss geht es wie bei allem anderen, der halt gleich auch darum, dass du einfach gut spielst. Beh, penso che sia il sogno di ogni atleta, quindi poter raggiungere un obiettivo e arrivare a poter partecipare alle Olimpiadi e rappresentare la propria nazione, penso che sia l'apice di una carriera sportiva. Quindi sì, è un onore, è indescrivibile. Ja, sehr hoch, weil erstes Mal ist es nicht jedes Jahr und es ist, glaube ich, schon speziell, wenn normalerweise ist eine WM, das ist nur deine Sportart, aber an einer Olympiade, das sind so viele Sportarten und dein Haus ist eigentlich meistens im gleichen Dorf und das ist schon sehr speziell und für mich eigentlich auch jedes Mal ein Ziel, um dort wieder dabei zu sein.